Hallo Leute, weiter geht's mit Super Mario World. Ich bin Projekt 80. Und ich hoffe, diesmal klappt es wieder. So. Ich kann aber hingehen. Cheese Bridge Area. Käsebrücke. Juhu, mein liebes Hobby. Falsche Knöpfe. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich wieder fallen wurde. Ach ja, stimmt ja. Lemmy hat mich erwischt. Dieser, ja, Klon. Aber wir sind alle ein bisschen... Die Kuppelinge sind eh ein bisschen verrückt, finde ich. Ein bisschen neben der Spur. Das ist die Feder! Ah, perfekt nochmal. Na. Wow, ganz schön viel Gegenverkehr. Wer hat denn diese Segel losgelassen? Wo kommt die Segel von unten daher? Ich meine, da ist eine Tür auch. Okay, jetzt gibt's einen Trick. Ich könnte hier weitergehen und muss damit Yoshi auf die Segel springen. Das ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit. Oh. In den Tod zu springen. Natürlich nicht, Leute. Oh mein Gott. What the fucking going on? Was war das für ein Fehl? Das war sowas von ein Fehl, glaub nicht. Ich meine, wie kann man so blöd sein? Ich kann einfach die Flügel anspringen. Was mache ich? Ich springe einfach in den Abgrund, weil es so schön ist, weil ich so blöd bin. Verdammt. Und die Flügeln sind. Also okay, wozu die Flügeln? Boah, dann komme ich in ein besonderes Levelchen. Das werdet ihr sehen und vielleicht soll ich euch mal nachher zeigen, was es auf sich hat mit dieser Sache mit, man kann mit Yoshi weitergehen. Ja, man kann weitergehen, obwohl viele sicher denken, nee, das ist nicht. Was heißt hier viele? Ich schätze, viele können sich das wohl denken, weil ich glaube, es ist so irgendwie ein offenes Geheimnis. Weil es gibt ja auch zwei Möglichkeiten, dafür brauchen wir Yoshi. Das ist eigentlich sozusagen die Szene, wo wir Yoshi opfern müssen. So, oder eigentlich. Ich hab's geschafft. So, schaut mal. Jetzt haben wir ein geflügelten Yoshi, der auch noch blau ist. Ach ja, natürlich können wir noch mit dem verlieren, also aufpassen. Aber ja, jetzt kommen wir dann hoch. Ja, Yoshi ist blau. Er ist ein Rauschzustand, Leute. Das sind diese Fuzzies. Oh. Scheiße. Ja, da geht's hoch und runter. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, meinen Yoshi zu verlieren. Oh Mann. Die sind mega viel. Also wie die gucken. Ich erinnere mich an so von der Sesamstraße. Da gab's doch auch solche komischen Gegner. Okay. Der tolle Effekt ist, Yoshi bleibt blau. Ja, wie sagt man vorhin immer, blau ist ein Zustand. Und wieso steige ich immer wieder auf von Yoshi ab? Ja, weil ich gerne laufen will. Mario hat festgestellt, oh mein Gott, ich bin zu dick, also muss ich... Scheiße, Yoshi? Nö, oder? Hey, ich habe einen blauen Yoshi, den will ich jetzt mitnehmen. Alter, ist das... Mal sehen, das müsste doch... Na bitte. Gekommen ist gekommen. Ach du Schande, Sumo-Ringer. Nein, Yoshi! Ich hab'n Blau, ich will... Oh Mann, ich hab'n Blau. Ja, der war schon blau. Menno. Ja, ich will nicht ohne meinen Yoshi. Nämlich... Da fällt mir eigentlich ein... Wer sind eigentlich die Eltern von, ja, die Mutter von den Koopalingen und auch von Bowser Junior? Das würde mich mal eigentlich interessieren. Vielleicht ist der Bowser auch die Mutter? Ewiges Kopfkino. Oh, das ist wechseln wir mal das Thema. Ich meine, dass irgendwie ein Elternteil verloren ist, das kriegen wir schon seit diesem.
Oder habt ihr jemals die Eltern von Tick-Trick und Track kennengelernt? Von Donald Duck, von Mickey Mouse, von Goofy? Das waren allesamt nur Vettern, Cousins, Tanten, Nichten, Neffen. Warum wollte ich nochmal das machen? Ich weiß keine Lust, das nochmal zu machen. Naja. Okay, könnte ich einen blauen kriegen, aber. Okay, das ist eigentlich. Das ist nicht der einzige Ort, wo man einen blauen Yoshi kriegt. Also ich glaube, das hat einfach diesen Nebeneffekt, wo man die Flügel schnappt. Aber ich kann euch mal zeigen, wofür wir Yoshi brauchen, damit wir halt den zweiten freien Weg freischalten. Oh Mann. Geh doch nicht wieder so Müll. Lalala. Oh Mann. Ja, so. Mal sehen, ob ich es noch drauf habe. Okay. Hier irgendwie rein. Ich habe den Tunnel verpasst. Ja, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt fragt euch, wie kommt man weiter? Ja, das ist so. Mit Yoshi so einfach mal. Man springt auf die Segel und ich nabbel hab's versaut. Habe ich wirklich jetzt allen Ernstes das jetzt versaut? Also das ist so einfach, da braucht man eigentlich nicht ganz so hundegenau sein. Ja, hundegenau von Hundegemein hat man als Gegenstück. Hätte ich das echt machen können, aber ihr habt es ja gesehen, wie ich ja wunderbar elegant in der Boden geknitten bin. Ja, ja. Ja, komm, Yoshi, du bist mein Liebster. Ach übrigens, wir hätten später noch andere farbige Yoshis. Es gibt einen roten, es gibt einen blauen, den ihr gesehen habt. Und es gibt einen gelben. Also, das sind halt die einzigen Farben. Erst später wurden sie richtig bunt. Okay. Bunt sind sie eigentlich jetzt auch schon. Ich meine, die verschiedenen Farben. Ja, da haben wir auch nur halt nur schwarz-braun. Oh, das ist keine gute Idee. Schwarz-braun, weiß und so. Und das ist halt so gut. Ja. Bin ich hier abgürzt? Ja. So. Ach. Und ich sag, ach ja, hier ist es schön gemütlich. Hier kann ich ganz gut schon lange hin vergessen. Wo ist der Falle Film? Eine der aufregendsten Gegner in ganz Super Mario World. Und in den sämtlichen anderen Spielen. Ich meine, habt ihr jemals so einen aufdringlichen Stalker erlebt? Ja, das kann. Ich bitte, ich darf das wieder geben. Also jetzt muss ich hier ganz vorsichtig langleiten. Und seht ihr? Einfach, ja. In den Tod springen. Die nenne ich jetzt eigentlich die Folge, wie ich bei der Brücke fehle, nur zu zeigen, wie man da eventuell weiterkommt. Da fällt mir eine ganz Kuriosität ein. Ich habe tatsächlich den Weg da unten frei gehabt. Ja, da kommt ein Weg nach unten hin. Aber jetzt kommt das Kuriose. Wie soll ich das geschafft? Das weiß ich nicht, weil ich hab's gar nicht gemacht. Ich hab's immer wieder versucht, aber ich hab immer gefehlt. Wie zur Hölle ist da, hab ich's geschafft, dass da ein Weg frei ist? Ich weiß es nicht. Es gibt bis heute irgendwie keine Sinn. Ich meine, habe ich das irgendwie in Gedanken gespielt und es plötzlich geschafft? Aber Leute, das wäre in dem Mund wie ein Sechser im Lotto. Also gewesen. Und das hätte ich doch behalten, weil Leute, man schafft die schwierigste Stelle im ganzen Spiel und das vergisst man? Warum der Vergleich mit Lotto? Das ist ja auch irgendwas, wo man es kaum glauben kann, dass man es doch schaffen könnte. Und die Stelle war für mich halt so, das zu schaffen ist, wie im Lotto zu gewinnen.
Habe ich eigentlich schon... Ach ja. Hallo? Ich finde den Fehler nicht. Okay. Okay, gehen wir mal da lang. Habt ihr das eigentlich auch, dass ihr plötzlich ein Level geschafft habt und ihr könnt euch nicht daran erinnern? Nein, warten wir mal. Okay. Weil Yoshi ja auch weit springt, wenn er auf die Segel springt. Also müsste es ja theoretisch auch klappen. Seht ihr? Oh, oh. Wow. Okay, und das ist hier der Moment, Leute. Da muss ich mit Yoshi einen Doppelsprung machen. Also da anschließend da von Yoshi und wegspringen und dann über das Tor. Weil da hinten ist nämlich ein Tor. Wie ihr seht, ist da auch ein zweiter Fall. Das ist nicht ein dezenter Hinweis. Da geht's weiter, Mädel oder Kumpel oder was auch immer. Mann. Sind die Maulwürfe immer aufdringlich? Oh, Yoshi, bleib hier. Mit Karas ein. Ich eigentlich den Schalter. Oh. Eigentlich den Schalter schon geschafft? Also den. Den grünen, wie fiel gerade der Name. Moment mal. Ach ja, jetzt kommt er immer wieder. Ihr seid doch auch dringlich, weil ihr so aufgeregt seid. Ach ja, das Gute ist, wenn ich einen blauen Yoshi habe, dann fliegt er auch. Das ist eigentlich das Gute daran. Ich höre die Idee wieder. Hallo, na? Hört sich schön? Wo ist denn hier der Haken? Ich sehe nicht. Ach, da sieht man. Da laufen die hinterher. Sind die immer so aufdringlich gewesen? Oh. Yoshi! Ach so, falsche Richtung. Ja, ich glaube, ich hätte es mir sparen können. Verdammt, was für ein aufgeblasener Fisch! Noch zwei aufgeblasene Fische! Aber wie gut, dass Yoshi diese festen Stiefel anhat. Hier, Stiefel. Das ist eine Mischung zwischen Stiefel und Schuhen. Ach, was ich nochmal noch sagen wollte. Es geht um Terranigma. Oh gut, ich hab die... Ich hab doch den gelben... ja, den grünen Palast geschafft. Der einfach hin und her läuft. Ach ja, zwei von der Sorte. Sehen aus wie Sumo-Enten. Scheiße! Yoshi! Ist doch nur ein bisschen Feuer! Okay, das ist kein Drache, sondern Dino. Nicht jeder Drache ist Feuerfuß. Ja, okay, wir zurück zu Terranigma. Mal gehen und... Yoshi! Was war das? Hallo? Ja, schön für dich. Also bei Terranigma muss ich sagen, habe ich leider ein Problem. Ich versuche ja mit Auto City hier meine Stimme aufzunehmen. Und ich muss auch mal sagen, das war echt eine Fummelarbeit. Boah. Ich das hasse. Auf jeden Fall, das war dann wieder eine Fummelarbeit gewesen. Okay, zurück. Und ich muss auch leider sagen, meine Stimme wird auf Terranigma erst Part 37 besser zu hören sein. Ach ja. Ich glaube, hier kommen noch böse Überraschungen mit zu. Ja, weil ich habe nämlich auf Vorrat aufgenommen. Also. Oh Mann. Ach ja, es geht. Ganz knapp, da wird's. Hallo? Hey, wie soll ich denn da durchkommen? Ernsthaft? Das ging ja gar nicht anders. Hey?
Da konnte man einfach so durchkommen, ohne dass man einen Schaden. Oh nein! Oh nein! Nein! Ja, toll. Soll ich es nochmal versuchen? Naja, vielleicht besser. Aus irgendeinem Grund brauche ich wahrscheinlich da. Ach ja, toll, jetzt. Ich glaube, ich. Mario, würdest du mal Fitness springen? Sag mal. Wie gut, dass das Licht da nicht hoch und es wie Knochen trocken ist. Ah, so kann man durch. Hä? Wieso ist dieser Wachsjörer? Ja. Oh oh. Ja. Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht gegen die Stacheln knalle. Leider gibt es ein anderes Problem, das kommt natürlich wieder runter. Lauf! Lauf, wie du nie gelaufen bist, Mario. Das tust du dein Leben lang. Boah. Alter. Das muss wohl deren Hobby sein von den Koopas. Ach, das war Roy, oder? Der ist eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen. Schau mal, wie die Spaß haben. Wie die hoch und runter zu klettern. Also, Leute. Naja. Nein, das ist doch wohl ein Scherz. Hallo, ich war oben. Oben heißt platt machen. Ich Vollidiot, da springe ich doch gerade tatsächlich rein. Ludwigs Castle. Das war doch dieser Kompromiss. Kompromiss, bla bla. Kompromiss, ja, Kompromisse. Ich gehe auch gerne Kompromiss ein. Wieso heißt es eigentlich Vanilla? Also Vanilla. Ich meine, so Vanille sieht das nicht hier aus. Das wäre es wie eine. Die heißt ja Diamantenmine. Obwohl Diamanten glitzern eigentlich gar nicht. Also nur wenn sie geschliffen sind. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das bei Twilight. Ach ja, ich habe genau. Das ist eine Scheiße. Das ist eigentlich der Grund, warum für mich das mit Twilight auch so scheiße ist. Mit diesem blöden Vergleich. Sie sind so hart wie Diamanten, dementsprechend müssen sie auch glitzern wie Diamanten. Hat jemand dieser Smiley nicht gesagt, dass glitzern wie ein Diamant, hart wie ein Diamant, nicht dasselbe sind, abgesehen davon, nur geschliffene Diamanten glitzern. Und Rotdiamanten sind nicht geschliffen. Das ist genauso, als würde man tatsächlich davon davon ausgehen, dass Wildpferde Hufeisen haben. Ja. Warum ich da sagt, der ist mir bei Abenteuer auf dem Reiterhof aufgefallen. Aha, so genug. Da hat tatsächlich die Mustangs, die dann vor dieser komischen Lady gezähmt worden sind. Den macht er aus! Ja, toll. Ich kann's vergessen. Verdammt. Die Stacheln kommen runter! Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Fick dich ins Kniespiel. Ich will doch diesen blöden Roy-Platten machen. Diese Kuppelinge. Müssen die nicht eigentlich auf Bowser Jr. ziemlich eifrig sein? Ich meine, die gelten ja offiziell nicht mal als Bowsers Kinder. Also ich hier als Cooper wäre echt angepisst. Ich meine, da riskiert man alles für sein.
Weil da tut man alles für seinen lieben Herrn, hilft ihm bei der Entführung von Prinzessinnen. Und zum Dank wird man nur als Diener deklariert, wo man eigentlich mit den Typen gut verwandt ist. Mann, und ich. Wenn jemand weiß, wie ich diesen Fehler beheben kann, dann sagt es mir mal bitte. Oh nee. Was zur Hölle ist eigentlich das? Ich habe auch das Gefühl, dass es immer auch random und sehr unregelmäßig ist, dieses Bildschirm ausgehen. Vor allem, wenn ich jetzt LPs gucke oder im Internet suche, ist nicht. Aber sobald ich hier irgendwelche LPs mache, geht dieses verdammte Stück Scheiße aus. Ja, Bildschirm, ich rede von dir. Und ich rede mit dir. Du bist wirklich scheiße, weil du diese Scheiße mit mir machst. Weißt du? Das ist eine absolut Scheiße, wenn es in dem Moment passiert, wenn ich gerade in der Situation bin. Wie zum Beispiel mit den Stacheln von unten. Die Blume lächelt. Weil hier ist es nämlich gut. Was so? Nein! Das... Oh. Ja, toll. Ernsthaft, also dieser Gameplay ist total anders. Er ist nicht schlecht, er macht auch gute Dienste. Das Problem an der ganzen Scheiße ist nur... Was passiert? Warte, bist du runtergekommen? Ja, toll. Hallo! Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Epic Fail im Schloss Nummer 4. Das darf doch nicht wahr sein. Da habe ich mal ein bisschen gewartet, weil... Ja, dann braucht er ein bisschen länger, bis er oben ist. Ja, ein Millimeter ist immer ein Millimeter. Aber nein, da kam... Plötzlich hat mich diese blöde Stachel erwischt. Okay, hab mich gut verschätzt. Bah! Ja, nochmal der Gegner. Ich glaube, der ist so wie ähnlich wie Morten. Also, im Leben brauche ich mir echt keine Sorgen machen. Alter, Mario, ich weiß nicht, aber du bist wirklich da, leider fett, Mann. Nimm's mir nicht übel, Duke, aber du bist da wirklich... Schau mal, dein Hintern hängt wirklich über Yoshis... Das ist, ich weiß nicht. Ja, mein Gamepad ist auch so... Select war ein bisschen weiter entfernt, also bei den alten NES Super Nintendo. Aber hier ist es praktisch neben... A und B, also neben den Aktionsknöpfen. Und da, was ist denn da? Und da kann es mal nochmal schnell passieren. Ja. Ja, das, dass man was auslöst. Oh mein Gott, bin ich so gut in Ausrede. Nicht. Hm. Also, irgendwie haben wir das... Nee. Ich hab's doch geahnt, dass ich wieder tue. Gehe. Oh. Okay, diesmal lasse ich die blöde Feuerblume. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht durchraschen, weil ich mit 100%igkeit gegen diese komischen Feuerbälle... Und jetzt renn! Renn einfach! Renn, wie du nie gerannt bist, Mario! Okay, es gibt wahrscheinlich Stationen, da wirst du auch rennen müssen, Mario, aber hier musst du besonders rennen. Und vorsichtig vor diesen blöden Koopas. Die küssen dir die Füße und dann machst du Schaden. Beziehungsweise soll es eigentlich so sein, aber sie machen bei dir Schaden und ach ja. Warum eigentlich die das so machen, weiß ich nicht. Was war das denn, Mario? Wieso hast du dich nicht festgehalten? Ich habe jetzt einen falschen Knopf zu drücken.
Okay, das war jetzt doof halt von mir. Oh, ich traue mich gar nicht, da lang zu gehen. Muss ich da irgendwie lang? Ich habe nämlich Angst, dass die mich erwischen, diese blöden Viecher, ey. Nein, 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 Mario, lass den Scheiß. Okay, warum bin ich hier lang gegangen? Hä? Ach so, der klettert da hoch. Ich dachte, wieso fällt er jetzt gerade vom Bild? Na toll, und ich hab natürlich... Und alles wegen dem Bögenpuppler. Ach so, ja, das war's gewesen. Der Typ spuckt Feuer und ich merke gerade... Und ich merke gerade, dass der... Was? Hä? Moment mal. War ich klein genug war, hat er mich nicht action können? Okay. Ja, Leute, das will ich jetzt mal durchspielen. Und das ist wieder ein ewiger langer Part und so. Okay, Ludwig war doch nicht so nett wie Morten. Moment mal, habe ich den Kerl tatsächlich irgendwie mit Roy? Ja, ich habe ihn mal Roy genannt, merke ich. Ich habe ihn verwechselt. Ich habe ihn tatsächlich verwechselt. Die sind wenigstens. Hat es nicht geklappt, weil. Ich meine, vielleicht denkt sich das Spiel, was? Du verwechselst die Endgegner miteinander? Und du willst Experte in diesem Spiel sein? Bah, da gibt's Rache. Ja, Experte bin ich nicht. Ich hab's nicht ganz geschafft. War mal ganz ehrlich, diese ominösen. Was? Eigentlich ist das wirklich gut. Das ist doch nicht wahr, oder? Naja, da ist ja ein Chill, so war. So wie ich mich heute anstelle. Alter, bin. Sag mal, bin ich blöd oder was? Das kann doch nicht angehen. Jetzt versuch ich's mal so, das ist doch langsam nervig. Ich meine, so schwer ist dieses verdammte Level nicht. Ach ja, ich kann übrigens nicht draufspringen, wenn der so liegt und die Starre ausfällt, weil aufgespießte Füße und so. Was machst du da, Mario? Mann, kannst du nicht springen? Hä? Was war das? Eigentlich hätte das verdammte Ding mich mit voller Wucht erwischen müssen. Ja, jetzt bin ich. Alter. Ich meine, so schwer ist die Scheiße nicht. Und ich stelle mich hier wirklich wie, als ob ich das zum ersten Mal spielen würde. Obwohl, stimmt ja eigentlich. Ich meine, ich hab's schon ewig das nicht... Oh, ich bin rübergekommen. Ich hab's schon ewig das nicht mehr gespielt, also könnte das schon hinkommen. Boah. Seht ihr, ich würde sonst voller Wucht gegen den Feuerball knallen. Oh Mann, ich bin schon wieder klein. Ja, ich sollte vielleicht mich mal beeilen. Das Ding kommt nämlich wieder runter. Ich hasse diese Bilder. Oh, verdammt! Oh. Das war aber diesmal Glück, Leute. So, und Mario, hör auf, diesen blöden Koopas die Füße zu küssen. Sie sind es nicht wert.
Aber Ludwig... Mist, ich habe gar nicht auf seinen Namen geguckt. Ludwig geht ja wirklich dann mehr nach seinem Vater. Ich meine, er spuckt dann Feuer. Okay, die Frisur hat er wohl nicht. Wusste gar nicht, dass sie auch kritisch hier Rhythmus haben müssen, Finger. Ich töte dich, bevor du mich tötest. Ich geh mal da lang. So viel Zeit habe ich auch wieder nicht. Ich habe gar nicht mal auf die Zeit geachtet und dann. So, jetzt ist er mal platt. Hat einen Dorn. Jupp, der hat sich mehr von seinem Vater. Dann springt er wieder. Ganz schön agil. Kann eigentlich. Kann Bowser auch so springen? Ich weiß es nicht. Hallo. Das darf doch nicht wahr sein! Ich hasse. Jetzt. Hau ab! Und lass mich. Oh ne, es gibt ja noch eine dieser Attacke hat. Oh Mann, fick die Hände ins Knie, das kann auch nicht angehen. Thank you! Mario! Hä? Ludwig von Koopa's Days of Probation Koopa's Symphonies in Castle 4 are over. So far as evolution lies ahead. Mike must use his brain to solve the puzzle of the Fetching Force. This evening. Ich hoffe, ihr habt es richtig gelesen. Seht doch mal! Der Berg hat sich ein Pflaster. Oh Mann, ich hab's doch eigentlich geschafft. Okay, das war's von mir. Ich bin Pius der E.T. Und das war's über Mario World. Und jetzt drück mir die Daumen. Das ist... Ach ja, Pop-Map. Oh, die Mother Name!